Ja, willkommen zu Part 4 von Harvest Moon Friends of Mineral Town. Ich werde das hier jetzt erstmal alles sauber machen und so lange geht ihr pausieren. Ich zeige euch dann wieder, wenn ich das alles sauber geräumt habe. So, Schritt 1 ist erledigt. Das Unkraut habe ich schon beseitigt. Erntewichtel gießt auch schon für mich. Schritt 2, Holzhacken. So, nach dem Holzhacken bin ich mal zum Bambussammeln gegangen und jetzt beschenken wir unsere zukünftige Braut. Ups, zum Glück hat das nichts geschadet. Darf ich das wirklich behalten? Ich liebe solche Dinge. Ja, prima. So, schauen wir mal. Wir haben 300. So, das dürfte genügen. Jetzt gehen wir noch ein paar Gräser am Strand einsammeln, um die Erntewichtel zu beschenken. Oh, wir müssen uns beeilen, es ist schon 16 Uhr. Gelb brauchen wir. Mit ihm spielen wir mal das Erntespiel. Erklärung brauche ich nicht. Wir müssen Rüben ziehen. Damit er sich beim Ernten verbessert. Mein Rekord liegt bei 12. Meistens aber kriege ich nur 11. Ja, 11. So, jetzt gehe ich noch mal zum Strand und sammle noch das zweite orangene Kraut ein. Dann bis 21 Uhr kann ich den Erntewichtel auf meiner Farm antreffen und kann ihm dann sozusagen noch was schenken. Da pennt er. So, nächster Schritt. Steine aufsammeln. Mit denen werden wir irgendwie was Schönes machen. So, ich habe mir erlaubt und habe die Steine hier an der Seite angeordnet. Den zukünftigen Hühnerauslauf haben wir auch fertig. Tja, ich habe inzwischen einmal Kartoffeln und Gurken noch angelegt. So kann es erstmal aussehen, würde ich sagen. Ich habe jetzt bei meinen beiden Erntewichteln, die mir hier auf den Hof helfen, jeweils 4 Herzen
Und werde. Oh, ich wollte Holz hacken, habe aber gar keine Hacke dabei. Die Hacke. Morgen wird schön Wetter. Ja, damit der Hund nicht verloren geht, packen wir den in unseren Gehege. So, dann wollen wir mal weiter Holz hacken. Wobei, mit der momentanen Axt kann ich nur diese kleinen. Die großen hier, die kann ich leider noch nicht sagen. Da brauche ich ein Upgrade für. Was auch nicht gerade billig ist. Also ich meine, Kupfer geht noch, aber ja. Da muss man dann aber auch länger drauf hauen. Bis was passiert. Den Stein hier kann man eigentlich gar nicht verkloppen, habe ich festgestellt. Weil es geht ja bloß bis Stufe 4, wenn ich mich irre. Also ich weiß nicht, ob nach Mithrilen noch was kommt, aber eigentlich nicht. Zumindest werden mir dann keine Prozente mehr angezeigt. Die werden wir mal versenden. Im Herbst stehen hier Pilze, einmal ein Giftpilz und einmal ein Champignon oder so. Die kann man auch verschicken. Aber wir sind ja erstmal im Frühling. Und bis zum Herbst ist noch ewig hin. Ach, ist das nicht ein herrlicher Anblick. Ja, wunderbar. Vielleicht kriegen wir morgen sogar schon unser Pferdchen. Ja, das wäre nicht schlecht. 59 haben wir gesammelt. Klingt nicht viel. So, Wetterbericht. Sonnenschein. Am 14. ist das Frühlingstag. Frühlingsernte-Dankfest. Hier am 10. Frühling haben wir Geburtstag. Ist also nicht mehr lange. Auch wenn es da nicht drin steht. Ab in die Koje. Morgen auch schönes Wetter. Kann ich den Hund also weiter draußen lassen? Kein Pferdchen. Fangen schon munter an zu arbeiten, das ist schön. 10. Ja, obwohl ich hier das Unkraut weggemacht habe, ist das schon wieder nachgewuchert. Da muss man ihn, naja, vielleicht nicht jeden Tag, aber ab und zu sollte man den Hof drüber gehen. Sonst nimmt das wieder überhand. Wir wollen ja nicht wie nach dem Tod vom alten Sack hier alles wieder zugewuchert haben. So, der sitzt im Teich. Ah, ist das geil. Ich meine, die kennen ja keine Hindernisse oder so. Eigentlich könnte ich in der Mitte auch das Feld, aber na. Na gut, gehen wir außen rum. Stecken wir ein. Das stecken wir auch ein. Gehen wir mal kurz zur Erntegöttin und schmeißen hier eine Blume in den Teich. Falsch gedrückt. Thank you.
Sekunde, da war noch ein blaues Kraut. Das nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir dann noch den blauen Erntewichtel rum. Ich mach mal kurz Pause für... Ja, Pause vorbei. Ich habe dem blauen die 3 Kräuter gegeben und siehe da, wir haben jetzt 3 Herzen bei ihm. Das ist wunderbar. So, wir sind wieder zurück auf unserem Feld und ich habe beschlossen, dass ich noch ein paar Felder anlegen werde, denn jetzt habe ich ja Erntewichtel, die mir hier zur Hand gehen. Außerdem hoffe ich, dass ich beim Umgraben noch eine Powerbeere finde, weil fürs Graben gibt es auch noch mal eine. Also fürs auf dem Feld umgraben. Läuft doch ganz gut. Eins, zwei, drei. Das wird hier richtig abgehen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ah, Geld. Da ist sie! Jawoll! Geld ist auch immer gut. Ja, der Stein ist hier etwas ungünstig. Also mit der Powerbeere dürfte unsere Ausdauer etwas besser aussehen. Dann können wir auch mehr machen. Ach, ich bin ja so stolz auf mich. Powerbeere gefunden. Ein bisschen Geld ausgegraben. Und wir haben hier schon ordentlich Felder vorbereitet. Wenn wir die Hacke upgraden können. Aber wichtig wäre erstmal ein Rucksack. Rucksack und der Korb. Wobei der Korb ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Wir haben ja Wichtel, die ernten. Der Korb wäre gut gewesen, wenn wir nicht selber hätten ernten. Also nicht die Wichtel zum Ernten hätten. Denn die tun es ja gleich rein in die Box. Und wir hätten es dann erst im Rucksack und vom Rucksack in die Box. Ach, ein Maulwurf. Auf meinem Feld. Ich glaub's ja nicht. Ja, sowas gibt's hier auch. Maulwürfe. Schade. Ein Harvest Moon Baum der Stille war das, glaube ich. Da konnte man in der Höhle, wenn man den Maulwurf mit dem Hammer erwischt hat, dann hat er was liegen lassen. Aber das ist hier nicht so. Oh, blau. Okay. Feierabend für heute. Ich wette, ich verschlafe. Wer hält die Wette? So, ab in die Kiste. Und wer hat es gedacht? Wir haben verschlafen.